Wir werden immer älter, wir werden immer länger leben, wir leben immer länger. Und wer heute in Rente geht, hat noch fast ein Viertel seines Lebens vor sich. Und die Jungen, die werden immer weniger. Nach der Zukunft greifen bald alt und jung. Aber ist das Land wirklich enkeltauglich? Sind die Generationenverträge zukunftstauglich? Stimmen die Bilder noch? Das Bild, das wir alle haben vom Jungsein und das Bild vom älter werden, oder haben diese Bilder längst schon Falten? Und droht Altersarmut, auch wenn man über Jahrzehnte gearbeitet hat? Das ist das Thema unseres Generationendialogs. Und miteinander sprechen wollen über die Zukunft des Alters zwei Menschen, die dazu beileibe was zu sagen haben. Das ist Franz Müntefering, Jahrgang 1940, Richard David Precht, Jahrgang 1964. Herzlich willkommen, Sie beide. Herr Müntefering, wenn Sie den Herrn Precht da linke Hand so anschauen, was ist das für Sie? Ein Jungspund, ein reiferes Semester, nicht mehr ganz frisch? Ich glaube, dass die Frage, wie alt ein Mensch ist, relativ wenig über ihn sagt. Ich bin 72, ich habe nicht recht, weil ich 72 bin, aber auch nicht unrecht, weil ich 72 bin. Er ist mit 48, 47 in dem Alter einer, der nicht recht hat, weil er erst so alt ist, aber er hat auch nicht Unrecht, weil er in dem Alter ist. Ich glaube, das Erste, was wir erstmal klarstellen müssen untereinander, die Frage, wie alt jemand ist, sagt fast nichts darüber aus, ob er klug ist, ob er was kann, ob er was weiß. Und deshalb eine Diskussion jenseits dieser alten Ideologie, je älter man wird, umso weiser ist man, ist nicht so. Es gibt kluge Alte, es gibt aber auch störrische, senile Alte. Es gibt allerdings auch 25-Jährige, die älter sind als ihre eigenen Großväter. Das gibt es auch. Also es gibt überall solche und solche. Und was ist er nun für einer, Herr Precht? So einer oder ein solcher? Nein, also auf dieser Ebene würde ich keine Kritik an Herrn Müntefering ansetzen. Ich würde allerdings noch gerne sagen, also zu dem Alter, das Spannende ist ja, das hängt ja sehr davon ab, was man für einen Beruf hat. Also wenn Sie Leistungssportler sind oder Popmusiker, dann sind Sie mit 47 ein Opa. Wenn Sie aber Philosoph sind, können Sie gar nicht alt genug sein. Und deswegen ist man in der seltsamen Situation, dass ich hier im Alter von 47 Jahren von meinen Kindern als alter Mann wahrgenommen werde, aber hier die Jugend vertrete. Also daran kann man sehen, wie sehr flexibel man das Alter bewerten kann. Herr Precht, funktioniert das bisherige System Rente noch? Wenn Sie schon längst dabei sind, mit 47 jetzt so etwas für ein Pflichtjahr zu fordern, und zwar von Jungen und von Alten. Funktioniert das System noch, wie wir es bislang hatten? Das ist eine doppelte Frage, weil sie sich auf zwei verschiedene Themen beziehen, die sich nur flüchtig begegnen. Also das Pflichtjahr ist nicht in erster Linie eine Antwort auf die Zukunft des Rentensystems, sondern es hat eigentlich eine ganz andere Funktion und erfüllt innerhalb der Zukunft des Rentensystems nur eine Teilfunktion. Das muss man gleich dazu sagen. Das sollen Junge und Alte machen? Ja, also ich halte sehr viele Vorträge, fordere in diesen Vorträgen die Leute auf, sich bürgerschaftlich zu engagieren. Und da ist mir etwas Interessantes aufgefallen, dass es ein unglaublich hohes Potenzial gerade bei älteren Menschen gibt, die gerne bereit sind, sich bürgerschaftlich zu engagieren, aber alles in allem machen es nur 30%. Und dieses Missverhältnis hat mich interessiert. Also komme ich mit vielen Leuten ins Gespräch, die sagen, ich würde das prinzipiell ja machen, aber die Frage, ob man sich engagiert oder nicht, ist keine Frage von prinzipiellen Überzeugungen, sondern von Freundeskreisen. Es ist eine Frage, mit was für Menschen komme ich zusammen. Man kommt ja nicht zum bürgerschaftlichen Engagement, indem man mal sagt, welche 200 Möglichkeiten in der Stadt gibt es sinnvollerweise, ich überlege mal hin und her und dann gehe ich mal dahin. Da gibt es eine hohe Schwellenangst. Man kommt zum bürgerschaftlichen Engagement, indem man Freunde hat, Kumpels haben, die das auch machen. Die also im Sportverein sind oder Nachhilfe für Schüler geben oder sich für Suppenküchen einsetzen und dergleichen alles mehr. Das heißt, es ist eine Frage der Ansteckung. Jetzt glaube ich, dass wir an dieses Potenzial all der Menschen heran müssen, die prinzipiell bereit wären, sich zu engagieren, das aber nicht tun. Das versucht man schon lange. Die Politik macht dann den Tag des Ehrenamtes und macht wohlmeinende Appelle an die Bevölkerung. Alles auf freiwilliger Basis, selbstverständlich. Und die Zahl der ehrenamtlich Tätigen hat sich in den letzten 20 Jahren in der Bundesrepublik trotz alledem überhaupt nicht verändert. Die beharrt in einer ziemlich genau gleichen Konstanz. Außerdem muss man dazu sagen, dass die Köder, die es für das Ehrenamt gibt auf politischer Ebene, im Grunde genommen Beleidigungen darstellen. Wenn Sie 20, 30, 40 Jahre lang sich ehrenamtlich eingesetzt haben, sagen wir bei
Amnesty International, dann können Sie bestenfalls ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Sie bekommen aber beim Bundesverdienstkreuz, das in sehr, sehr viele Etagen abgestuft ist, maximal die allerunterste Stufe. Wogegen der spanische König bei einem Staatsbesuch oder der Sultan von Brunei gleich die höchste Stufe kriegt. Daran kann man sehen, wie gering die wirkliche Wertschätzung ist. Also jemand wie Franz Müntefering zum Ende der Berufstätigkeit könnte potenziell was machen oder sollte was machen, wenn es das Pflichtjahr gäbe? Ja, wenn es das Pflichtjahr geben würde, dann würde man mit dem Eintritt ins Rentenalter, würde man in diesem ersten Jahr 16 Stunden in der Woche, also das sind nicht mal halbtags, und in einer Zeit, die man sich flexibel einrichten kann, würde man sich gezielt eine Tätigkeit suchen, wo man sich vorstellen könnte, irgendeinen Beitrag zu leisten und seine Erfahrung, sein Wissen und sein Können weiterzugeben. Und wenn einem selber nichts einfällt, kann man sich dabei gut beraten lassen und Empfehlungen bekommen. Wäre das was? Wäre das auch was für Sie? Nein, ich halte auch nichts von der Sache, die Herr Precht eben erläutert hat. Ich finde das auch ein bisschen schräg argumentiert. Ich kenne ganz viele, die ehrenamtlich unterwegs sind, übrigens auch junge, nicht nur alte. Ganz viele von denen, die heute Abend hier sind, werden irgendwo ehrenamtlich unterwegs sein. Das sind so Typen, die kommen hierher. Und ich sage Ihnen, die allermeisten davon, die machen das nicht für ein Bundesverdienstkreuz. Ganz gleich welche Kategorie, sondern die machen das, weil es ihnen Spaß macht, weil es ihnen gut tut und weil sie in der Gesellschaft aktiv sein wollen. Und deshalb sage ich mal, bei allem, was wir dazu sagen können, zunächst mal vorweg. Wir haben 20, 22 Millionen Menschen in Deutschland, die engagieren sich, junge und alte. Und denen zuerst mal müssen wir sagen, ihr macht das gut. Macht so weiter, gebt ein gutes Beispiel. Das hilft uns unglaublich, auch für die Zukunft. Das ist meine wichtigste Antwort. Und deshalb diese Vorstellung, wir machen da ein Pflichtjahr, lenkt nur ab von den Lösungsmöglichkeiten, die wir haben. Also, ich sage, es bleibt die Verantwortung für die Menschen. Demokratie hat keinen Schaukelstuhl. Die Frage, ob einer noch berufstätig ist, ja oder nein, hat nichts damit zu tun, ob er Verantwortung hat in der Gesellschaft. Ganz gleich, solange der Kopf klar ist, hat er Mitverantwortung dafür, dass es gelingt. Da bin ich voll dabei. Aber bitte nicht diese wirklich treu deutsche Methode. Wir machen da eine Veranstaltung raus, wir machen eine Pflichtveranstaltung raus, möglichst noch in einheitlichen Anzügen. Ich will das nicht. Das werden wir auch anders hinkriegen, meine Damen und Herren. Herr Precht, also ganz klar, ich bin überaus erschrocken, was für eine Vorstellung Franz Müntefering hat, wenn er das Wort Pflicht hört. Ja, er denkt da wahrscheinlich so an Mao-Kutte und dergleichen mehr. Außerdem, alles, was Sie gesagt haben, habe ich ja auch gesagt. Ich habe ja genauso wie Sie gesagt, es ist toll, dass es so viele Menschen gibt, die das tun, aber das reicht nicht. Das ist das, was ich sage. Das ist ja keinerlei Beleidigung für die Leute, die das machen. Ich finde es großartig, alle Leute, die sich engagieren. Auf der Ebene besteht ja kein Widerspruch. Die Frage ist nur, ob es nicht Menschen gibt, die man letztlich zu ihrem Glück im Alter diesbezüglich zwingen muss. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass sehr viele, die eigentlich die Idee ablehnen, in dem Moment, wo sie das tun, eine Erfahrung machen, nämlich die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Das ist das, was Sozialpsychologen so ausdrücken und das nichts anderes meint, ist, dass wenn sie eine Tätigkeit einmal machen, neigen sie dazu, dieser Tätigkeit einen Sinn zu geben, weil sie sie gemacht haben. Das heißt, wenn sie zum Beispiel in eine Schule gehen und dort einem 7-jährigen Türkenjungen Nachhilfeunterricht geben, weil der mit 7 noch nicht lesen kann und auch nicht rechnen kann und mit Sicherheit auf der Strecke bleiben wird und irgendwann Gefahr läuft, ihn später in der S-Bahn einen über die Rübe zu hauen. Wenn Sie in so einer Situation den rechtzeitig coachen, das wollen Sie vielleicht am Anfang gar nicht. Vielleicht sind Sie sogar ein latenter Sarrazin-Fan, der den eigentlich sowieso nicht mag. Jetzt lernen Sie Hassan kennen, 7 Jahre alt, und Sie fangen an, eine Beziehung zu ihm aufbauen. Sie kriegen nicht nur einen ganz anderen Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund, sondern sie werden nach diesem einen Pflichtjahr gar nicht aufhören, das zu machen, sondern sie werden es weitermachen, sie werden Hassan weiter coachen und alles, was dazugehört. Das heißt, das Pflichtjahr, und das müssen wir jetzt gut abwägen, das Pflichtjahr verändert Mentalitäten. Das Pflichtjahr gibt vielen Menschen, die sonst alleine nicht auf die Idee kommen, einen Lebenssinn, den nicht jeder ältere Mensch von alleine füllen kann. Und jeder, der vorher schon breit ehrenamtlich engagiert war, der macht das ja ohnehin weiter. Den betrifft das Pflichtjahr ja gar nicht, weil er sich ja ohnehin schon engagiert. Ich will ja keine zusätzliche Belastung einführen. Wir müssen also neben der Angst vor dem Wort Pflicht auf der einen Seite mal den unglaublichen Segen sehen. 2 Millionen Menschen, die sich zusätzlich in all die Bereiche einbringen, wo keine Jobs bezahlt werden, die in Altersheimen vorlesen, die sich um Migrantenkinder kümmern und. Dieses unglaubliche Glück müssen Sie gegenrechnen gegen Ihre Angst vor dem Begriff Pflicht. Herr Müntefering bleibt skeptisch, mindestens skeptisch. Was ist Precht jetzt an der Stelle? Zu gutgläubig gegenüber denen,
verpflichten will er sie ja irgendwie auch. Und Sie sind skeptisch genug, dass Sie sagen, man kann Menschen dazu nicht zwingen? Nein, das ist einfach die falsche Methode der Herangehensweise. Ich glaube, dass wir gute Möglichkeiten haben, Menschen anzusprechen. Ich glaube auch, dass wir längst nicht alles sehen, was sie an Hilfestellung tun in der Gesellschaft. Zum Beispiel ein Paar, das miteinander alt wird und wo der eine dem anderen oder der anderen hilft. Ist das jetzt eigentlich zivilgesellschaftliches Engagement? Ist das Ehrenamt? Wie wichtig ist das eigentlich für die Gesellschaft? Und deshalb muss man vorsichtig sein, zu glauben, zu unterstellen, man müsste da eine Pflicht einführen. Mit müssen haben die 40 oder 50 Jahre gelebt. Das wollen die nicht noch mehr haben. Sie wollen sich engagieren und dazu muss man ihnen Unterstützung geben. Ich setze auf die Freiwilligkeit. Ich bin sicher, mit der Freiwilligkeit bekommen wir mehr hin, als wenn wir die Pflicht daraus machen. Denn die Vorstellung, dass Sie jemanden verpflichten, der das eigentlich nicht möchte, und mit welchem Erfolg der eigentlich dem 7-jährigen Jungen in der Schule hilft, das will ich mal sehen, was dabei alles rauskommt. Das sind soziale Dinge, für die man auch eine Empathie haben muss, in die man auch reingeht mit der Überzeugung, dass man da gut helfen kann. Und auf diesem Weg müssen wir versuchen, die Menschen zu erreichen. Da werden wir eine ganze Menge hinbekommen. Und darauf setze ich. Ich glaube, das ist wichtiger, das ist erfolgsversprechender, als wenn wir sagen, jetzt fangen wir an, euch in eine verpflichtende Veranstaltung hineinzuholen. Wir müssen nicht in allen Punkten einig sein, meine Herren, nee, heute Abend. Und ich möchte meine, jetzt gerne... Vielleicht haben wir hier auch einen Generationenunterschied in der Wahrnehmung. Ja. Und zwar in der Wahrnehmung des Begriffs der Pflicht. Ich glaube, dass für eine Generation, wenn Sie 1940 geboren worden sind, dann haben Sie nicht nur noch die letzten Tiefausläufer des Dritten Reiches erlebt, sondern auch die Adenauerzeit mit ihrer sehr restriktiven Pflichtvorstellung, mit Schulen, in denen Lehrer noch geschlagen haben und vieles andere mehr. Und alles das hat Ihre Vorstellung von Pflicht in der damaligen Zeit noch mitgeprägt. Aber jemand, der heute in Rente geht, der ist ja ein Stück jünger als Sie. Und erst recht, die dann danach kommt, die haben ein ganz anderes Leben gelebt. Die haben zum Teil auch ganz andere Berufsbiografien, meistens eher Bastelbiografien, nicht mehr die einförmigen. Die haben nicht mehr unter Umständen wie die Mehrheit ihrer Generation ein Leben lang einen Job gemacht. Das heißt, es kommen ganz, ganz andere Menschen ins Rentenalter. Und diese ganz anderen Menschen werden dem Rentenalter auch völlig anders begegnen. Und ich glaube nicht, dass dieses Bild, was Sie zeichnen, nämlich eigentlich von jemand, der sagt, ich will mit 65 nicht mehr irgendwie jetzt dazu gebracht werden, dass ich, ob ich mir das freiwillig ausgesucht habe oder nicht, noch einen Dienst für die Gemeinschaft verrichte. Ich glaube, die Mentalitäten werden sich auch ändern. Und ich glaube, dass Ihre Argumentation, glaube ich, wird aussterben. Und ja. Und ich bin absolut sicher, dass dieses Pflichtjahr irgendwann kommen wird. Es ist auch nicht so, dass ich denke, das muss unbedingt kommen, weil ich das vorgeschlagen habe. Also die schlimmste Vorstellung, die ich mir machen kann, ist, dass das Prächtjahr heißt. Das ist mir so ähnlich wie bei Hartz IV sowas droht. Aber ich bin absolut sicher, dass in einem überschaubaren Zeitraum von 10, 15 Jahren diese Gedanken aufgegriffen werden, aus Gründen, auf die wir jetzt wahrscheinlich kommen werden, nämlich aufgrund der Veränderung des Altersbegriffs und auch der Veränderung der Funktion von Alter gleich früher und heute. Doucement, wie der Franzose sagt. Über das Prächtjahr haben wir jetzt geredet, über die Müntefering-Rente mit 67 möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Herr Müntefering, Ihre eigene Partei bastelt an dieser Idee, um das mal vornehm auszudrücken. Und es gibt längst ganz viele, zum Beispiel der frühere Wirtschaftsminister und frühere SPDler Wolfgang Clement, die sagen, das reicht nicht. Es müsste längst über längeres Arbeiten nachgedacht werden. Wäre das die Alternative, Arbeiten bis 76? Nein, wir müssen weiterkommen in einer höheren Flexibilisierung der Situation. Menschen sind, wenn sie älter werden, sehr unterschiedlich. Jeder Beruf ist unterschiedlich, jeder Mensch ist unterschiedlich. Eigentlich ist das feste Renteneintrittsalter eine willkürliche Setzung. Manche können nicht so lange, manche können und auch länger. Aber ich glaube, mit der Versicherung verbindet sich dieses Jahr, aber ich bin sehr dafür, dass wir mit einer größeren Flexibilität daran gehen. Ich glaube auch nicht, dass man in Zukunft immer nur einen Beruf in seinem Leben hat, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass man Berufe wechselt, dass man Berufe bis 45 kann oder bis 50, aber durchaus andere Berufe macht. Das ist nicht das Ende der Berufstätigkeit. Ich stelle mir auch vor, dass man zwischen 40 und 50 nochmal ein Jahr Schule oder Weiterbildung und Ausbildung mitmachen kann. Also die Arbeitswelt ist schon in großer Veränderung. Das ist ganz klar. Als wir 1998 mit Rot-Grün begannen, stellte ich fest, dass von den 55-Jährigen und Älteren noch 36% berufstätig waren. 36%.
Weil wir damals in der Illusion der Frühverrentung gelebt haben, das sind heute wieder 65% und wir wachsen auf dieses Alter zu. Heute Renteneintrittsalter 62, 63, durchaus normal in den meisten Berufen, nicht überall. Erwerbsminderungsrente gibt es noch, es gibt Altersteilzeit, aber die Frage, soll man das mit festen Größen weiter nach oben entwickeln, sage ich nein, weder für das Renteneintrittsalter, das gesetzliche, noch für irgendwelche Zwangsaufgaben, die man für die Gesellschaft da macht, sondern wir müssen andere Wege finden, das flexibel zu gestalten und ich bin sicher, dass wir das auch hinkriegen. Und flexibel gestalten, das immerhin, aber dranbleiben wird Ihre Partei, sagen Sie? Nicht davon abrücken, weil es gibt da schon einige Kräfte, die das wollen. Ja, es gibt bei uns ganz viele, die sagen, wir können das mit 67 noch nicht angehen, weil die, die älter sind, wenn sie arbeitslos werden, nicht wieder in den Beruf hineinfinden. Was jetzt im Augenblick passiert, ist Folgendes. Die Menschen werden nicht mehr mit 55 rausgeschissen, nicht mit 58, nicht mit 60. Sie wachsen auf die 62 und auf die 65 zu und irgendwann auch auf die 67. Aber richtig ist, wer 50 ist oder älter und arbeitslos wird, hat es ganz schwer, wieder reinzukommen. Und das ist meine Erwartung und meine dringende Aufforderung an die Unternehmen, an alle, die mitwirken können, dabei zu verstehen, dass 50-Jährige, 60-Jährige, 65-Jährige sehr wohl noch was können. Alle, die mit gemischten Altersgruppen arbeiten, wissen, das gelingt gut. Die können miteinander, die 65-Jährigen laufen nicht mehr so schnell wie die 25-Jährigen, das weiß man, aber die kennen Abkürzungen und das kann ganz schön hilfreich sein in der Zusammenarbeit, auch im Unternehmen. Herr Brecht, in diesen Tagen noch mal wieder und weiter gehört natürlich auch das Wort Altersarmut zu diesem Thema, das wir heute Abend an der Backe haben und über das wir reden. Ursula von der Leyen, die Bundesministerin und Nachfolgerin von Franz Müntefering, spricht darüber und sagt, dass es in allzu naher Zeit schon nicht mehr ausreichen wird, 30 Jahre und mehr gearbeitet zu haben, um von der Rente zu leben. Haben wir alle dieses Problem in dem Maße, in dem es wesentlich ist und zu handhaben wäre, auf dem Schirm? Oder ist es so, dass natürlich Frau von der Leyen, Herr Müntefering wird das bestätigen können, da etwas instrumentalisiert, was ihr möglicherweise zugutekommen soll? Ist das mehr als das? Haben wir alle auf dem Schirm, was da einer nicht geringen Bevölkerungsgruppe bevorsteht? Das gegenwärtig bestehende Umlagesystem wird dazu führen, dass Menschen etwa meiner Generation ziemlich kollektiv in Altersarmut versinken werden. Wenn ich mir meine Rentenbescheide angucke, die ich aus meiner gesetzlichen Rentenversicherung bekomme und die mir zeigen, von wie viel Geld ich lebe, dann würde ich, weil gerechnet wird nicht, was ich in den letzten 4 Jahren verdient habe, sondern auch, was ich all den Jahren davor verdient habe, würde ich eine Rente bekommen von etwa 700 Euro unter der Voraussetzung, dass ich weiter in der Lage bin, regelmäßig einzuzahlen. Es gibt viele Leute, die deutlich weniger verdienen, die noch weniger bekommen werden. Das heißt, das ist völlig richtig, Frau von der Leyen hat das jetzt zu einem bestimmten Grund, hat sie das öffentlich gemacht, etwas, was man hinter den Kulissen schon lange weiß, dass dieses Umlagesystem, so wie es jetzt ist, definitiv nicht mehr funktionieren wird. Jetzt war es ein Vorschlag damals von Müntefering oder auch ein Gesetzentwurf zu sagen, die Menschen sollen länger arbeiten, da bin ich grundsätzlich gar nicht gegen, aber es ist Schönheitschirurgie an einem krebskranken Patienten, weil selbst wenn sie bis 67 oder 68 arbeiten, werden sie dieses System nicht mehr retten können. Dieses System hat einen ganz wichtigen Geburtsfehler und diesen Geburtsfehler wollte nur die FDP haben. Als das Umlagesystem eingeführt wurde, wollte Adenauer, dass jeder da rein einzahlen muss. Jeder sollte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die FDP setzte dann damals durch, dass die Selbstständigen ausgenommen werden. Das ist einer der schwersten und schlimmsten Geburtsfehler unseres Umlagesystems gewesen und keine sozialdemokratische Regierung hat sich jemals aufgemacht, dieses Problem zu korrigieren. Das ist deswegen... Das ist deswegen ein Problem. Wir haben unter den Selbstständigen sehr viele Arme, zum Beispiel arme Künstler und arme Schriftsteller, aber die Reichsten der Reichen in diesem Land sind Selbstständige. Und die sind alle befreit davon, sich in dieses Solidarsystem daran zu beteiligen und da einzuzahlen. Ich habe nie verstanden, warum man den Hebel nicht dort angesetzt hat. Und wenn man den Hebel dort nicht ansetzen kann, was Sie vielleicht gleich erklären können, müsste man grundsätzlich darüber überlegen, ob man das Rentensystem wirklich an den Faktor Arbeit bindet oder ob man es nicht steuerfinanziert. Herr Müntefering, das ist, glaube ich, der Punkt. Wir wollen jetzt gar nicht sportlich politisch über von der Leyen, Müntefering als Minister reden. Wir sind ja unter uns. Wir können hier ganz offen und der Wahrhaftigkeit verpflichtet reden. Bitte tun Sie es mit uns. Wir freuen uns darauf. Hat Brecht recht, wenn er nicht nur sich meint, den Selbstständigen, sondern eben auch die Gruppe, die große Gruppe der Menschen, die sich ja Riester, wie wir es haben, nicht leisten können. Das heißt, muss nicht irgendwann aufgrund
eines partiellen Aspektes der Bankrotterklärung, dieser Sicherung, die anders geplant war, davon gehen wir aus, also der Staat kommen und nicht das Rentensystem. Zwei Dinge. Natürlich wäre es gut, wäre es besser, wenn alle Menschen in diesem Land in der Rentenversicherung wären. Das ist auch schon versucht worden, da sind Sie nicht ganz im Bilde. Das Problem dabei ist nur, wenn alle Menschen drin sind, kriegen auch alle Menschen Renten. Das heißt, jeden, den Sie reinnehmen, der kriegt auch was. Das ist nicht das prinzipielle Problem, was wir haben. Sondern das prinzipielle Problem ist in der Rentenversicherung insgesamt, dass Sie mit dem demografischen Faktor, in wenigen Jahren werden wir 30% über 65 sein, die relativ lange leben. Wir zahlen nicht mehr 10 Jahre, sondern 18 Jahre. Im Jahre 2030 22 Jahre. Für viele, das wissen wir. Daraus haben wir Konsequenzen gezogen. Das hat was mit 67 zu tun, aber nur im Kleineren. Sondern wir haben Schritt für Schritt die Frühverrentung abgebaut und wir haben Schritt für Schritt dafür gesorgt, dass weniger als bisher aus der Umlagefinanzierung bezahlt wird. Wenn wir alle Renten, die heute gezahlt werden in Deutschland, aus der Umlage finanzieren würden, wären wir bei etwa 27% Rentenversicherungsbeiträge. Wir sind jetzt bei 19,6. Lass den Streit mit Absenken auf 19 mal beiseite. Also es ist sowas gebaut wie ein Tunnel, um dann auf 2050, 60 zu kommen, wenn das Problem, über das wir sprechen, jetzt im Wesentlichen weg ist. Deshalb zahlt der Staat, der Bund, in jedem Jahr große Mengen Geld in die Rentenkasse rein, aus der Steuerkasse. In diesem Jahr etwa 80 Milliarden. Das sind sogenannte nicht zwingende Ausgaben, aber das sind hinterbliebene Witwen, das sind Kinder, alle diese Renten, die daraus gezahlt werden. Also macht der Bund schon 80 Milliarden in diesem Jahr und das soll auch für die Zukunft so weitergehen. Ich bin ganz ausdrücklich anderer Meinung als Herr Precht, was die Frage der Umlagefinanzierung angeht. Gerade die Finanzentwicklung auf der Welt, die Katastrophe, die wir da haben, hat uns gezeigt, wie wichtig das ist. Wir haben ein System, in dem Menschen zahlen und dieses Geld wird nicht zur Spekulation auf dem Weltmarkt gebracht, sondern es wird denen gegeben, die Rente bekommen. In Amerika, in den USA sind 30% der Pensionsfonds hopp gegangen, weil mit dem Geld spekuliert worden ist. Und deshalb sage ich bei allem, was man sonst auch sagen kann, lasst uns diese Sozialversicherung, die Umlagefinanzierte, nicht kaputt machen. Und in der Kombination von Umlage und von Zahlen aus der Steuerkasse auch in Zukunft die Renten sichern. Das geht und das ist besser als jede Spekulation, wenn man das Geld erst an Versicherungen oder wen auch immer gibt und die tragen es in die Welt hinein und zum guten Schluss bleibt davon nichts über. Wir haben in diesem Sinne Renten, die sicher sind. Wir werden gleich noch sprechen darüber, wie denn eigentlich die nötige Höhe erreicht werden kann. Aber auf jeden Fall die Umlagefinanzierung nicht kritisieren. Das ist das sicherste System, was wir haben. Herr Müntefering, und was sagen Sie denen, die übrig bleiben, die sich Riester nicht leisten können, die auch nach 3 Jahrzehnten Arbeit nicht von ihrer Rente leben können? Ja, ich habe das bei der Frau von der Leyen gesehen. Die hat gesagt, nach 35 Jahren haben die nicht so viel. Ja, nach 35 Jahren, wenn man mit 21 anfängt, ist man dann 56. Da kommt noch ein bisschen was oben drauf. Aber da kommen wir an einen Punkt der Wahrheit und das ärgert mich, dass darüber nicht gesprochen wird. Löhne und Renten hängen in Deutschland unmittelbar zusammen. Wenn man die Arbeit, die heute getan wird, nicht mit Minilöhnen bezahlt und wenn man mindestens Mindestlöhne zahlt, dann kommt man auch zu anständigen Löhnen, dann kommen mehr Beiträge in die Kasse, dann haben die Leute hinterher auch Ansprüche und sie bekommen auch anständige Rente. Das ist der Weg, auf den wir gehen müssen. Also. Recht. Es ist mir bei diesem Satz unfassbar, wie jemand applaudieren kann. Herr Müntefering war jahrelang in der Regierungsverantwortung und hätte den Mindestlohn doch einführen können. Sie haben es aber nicht gemacht. Nee, da muss ich sofort anfügen können. Wann denn? 2004 wurde das beschlossen. Da gab es im Bundesrat keine Meinung dazu und keine Mehrheit. Dann gab es eine große Koalition. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe mich mit Frau Merkel stehend über diese Frage unterhalten. Aber die ist anderer Meinung da an der Stelle. Was erwarten Sie beide von den Jungen im Land? Was erwarten Sie von der jungen Generation? Ich ermuntere die Jungen, einen eigenen Weg zu suchen, sich mit uns auseinanderzusetzen, auch zu reiben. Ich will da gar keine Harmonie, sondern wir müssen drum streiten, was ist der richtige Weg nach vorn. Ich bin viel an Universitäten, viel an Schulen. Ich treffe ganz tolle junge Leute in Deutschland. Ich bin deshalb auch überhaupt nicht mutlos, was die Sache angeht, was die Perspektive nach vorne angeht. Und den jungen Leuten können wir nichts Wichtigeres tun, als ihnen eine gute Vorschule, Schule, Ausbildung
und Bildung insgesamt zu geben. Was wir heute investieren in die Köpfe und in die Herzen der Jungen, das wird uns alle zugutekommen für die Leistungsfähigkeit des Landes und letztlich auch für die Renten, die in einigen Jahren gezahlt werden können. Herr Precht ist an Ihrer Seite. Na, doch nicht? Doch. Ich bin natürlich auf Ihrer Seite. Also ich habe natürlich, jetzt muss ich doch noch mal zurückblicken, vermisst. Also wir alle wissen, dass in der Zeit der rot-grünen Regierung die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland nicht kleiner geworden ist und größer geworden ist. Die Chance, dass Migrantenkinder, Arbeiterkinder studieren können, geringer geworden ist. Dass es nicht geglückt ist, flächendeckende Kindergärten einzuführen. Das heißt, bei alledem, was Sie sagen, bin ich auf Ihrer Seite. Auch wenn ich immer sehr, sehr bedauert habe, dass in der Zeit der Regierungsverantwortung nichts davon erreicht worden ist, sondern im Gegenteil, die Verhältnisse sich verschlechtert haben. Sollte die SPD jetzt eine heilsamere Rolle spielen, sollte man tatsächlich mal anfangen, von dem Gedanken der Verteilungsgerechtigkeit, das ist typisch sozialdemokratisch, als oberstes Gebot wegzukommen und zu einer echten Chancengerechtigkeit vorzudringen. Ich will Ihnen versuchen zu erklären, was der Unterschied ist. Wenn Sie, das Pflichtjahr sollte dazu beitragen, aber Sie sollen es natürlich nicht nur dadurch machen, wenn Sie von Anfang an die Kinder in den Kindergärten coachen, wenn Sie von Anfang an gucken, das ist teuer. Ne, da müssen Sie Leute, Profis in die Schulen, in die Kindergärten schicken. Wer kommt da nicht mit? Also Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern, die da nicht mitkommen. Wenn Sie sich gezielt um die kümmern, um denen eine Chance zu geben, dann haben die eine Chance, einen vernünftigen Schulabschluss zu machen, nachher einen guten Job zu kriegen. Wenn Sie das nicht machen, werden die von Anfang an in diesem ganzen System hinterherhinken und am Ende kriegen die Hartz IV. Was Hartz IV dann ist, ist eine Entschädigungsprämie für am Anfang nicht gewährte Chancengerechtigkeit. Und da setzen wir nicht genug an. Also wir reparieren mit Sozialtransfers, was wir in der Bildungspolitik nicht hinkriegen. Und in der Bildungspolitik steht, sowohl was die Ausgaben anbelangt, wie was die Rückständigkeit des Systems anbelangt, hat auch viel mit Föderalismus zu tun, die Bundesrepublik innerhalb der OECD-Staaten auf einem der beiden untersten Plätze. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht Generation gegen Generation schieben, sondern dass wir die Differenzen da sehen, wo sie sind. Es gibt in Deutschland Reiche, es gibt Arme. Es gibt Integrierte, es gibt Nicht-Integrierte. Es gibt Gesunde, es gibt Kranke. Und an diesen sozialen Fragen entlang machen sich im Lande Klüfte auf, aber nicht zwischen Generationen. Die reichen Alten und die jungen Reichen werden zusammenhalten, wenn es darum geht, gegen die Armen und gegen die Ärmeren zu stehen. Und deshalb ist das keine Generationenfrage, sondern eine soziale Frage, um die wir hier kämpfen, um die es zu streiten geht. Also vielleicht lässt sich die Differenz relativ einfach auflösen. Sie beschreiben, warum das und aus welchen Gründen das, was Sie eigentlich vorhatten, nicht wirklich funktioniert hat. Und ich beschreibe das, was ich in der Zeit Ihrer Regierungszeit vermisst habe. Die beiden Positionen können ja beide richtig sein. Da liegt ja nicht der Widerspruch. Sie sagen, wir wollten, aber wir konnten nicht. Und ich sage, Sie hätten mehr dafür tun müssen, um können zu können. Wir haben auch eine ganze Menge gemacht. Was Sie ja jetzt der Bundesregierung vorwerfen, der aktuellen Bundesregierung, ist das zu kurzfristige Denken, was Demografie anbelangt. Das ist Ihr Thema seit Jahren. Sie sind Mitglied im Familienausschuss. Sie kümmern sich in Graswurzelbewegungen, in kleinsten Besuchen, aber in großen Entwürfen auch darum. Was muss man da tun? Herr Precht, bitte stimmen Sie mit ein. Sie werfen Merkel ja vor, also, sie springt zu kurz, ne? Aber sie weiß eigentlich mehr. Also was passiert da gerade? Denn das Wissen, um Himmels Willen, das Wissen ist doch in diesen Etagen der Bundesregierung da. Also warum passiert dort nichts? Ja, aber es wird nicht wirklich mit aller Konsequenz vorangetrieben. Es werden Zahlen genannt auf 2030 hin, aber die Zahlen gehen weiter auf 2050, 60 hin. Und deshalb ist es ja richtig, sich Gedanken darüber zu machen, was muss man eigentlich tun, damit diese Gesellschaft auf hohem Niveau auch in Zukunft in Gerechtigkeit und in Demokratie leben kann. Und deshalb müssen wir einige Dinge tun, die dringend aufgearbeitet werden müssen. Da ist die Fachkräfteproblematik, da ist die ganze Bildungsfrage, da ist die Frage, sind wir noch gar nicht drauf gekommen, welche Chancen werden die Frauen, diese junge Generation Frauen eigentlich haben? Wir werden das ganze Problem nur lösen können, auch in die Zukunft hinein, wenn die wirklich eine Chance haben, Frau und auch Mutter zu sein und auch im Beruf zu sein. Und alleine an dieser Stelle werden wir einen Teil der Probleme auflösen, die Sie mit Ihrer Rentendebatte da auf immer wieder anstoßen dabei. Denn wir haben eine Erwerbsquote von 75% in Deutschland. Wenn die Frauen auch im Westen stärker als bisher im Beruf dabei sind und wir auf 78% oder 80% kommen, wie die skandinavischen Länder auch, haben wir die Hälfte des Problems gelöst. Wenn wir nicht mehr 60.000 junge Menschen haben, die ohne Abschluss aus der Schule kommen, 10%, die den Beruf abbrechen, 15%,
die Universität abbrechen, haben wir ein großes Potenzial von Menschen, die in den Arbeitsmarkt können. Und wenn die Arbeit haben und ordentlich bezahlt werden, sage ich Ihnen, ist das Problem lösbar, auch für die Zukunft. Man muss nur diese Dinge tun, weil sich das sonst in 20, 30, 40 Jahren wirklich nach hinten hin entwickelt. Herr Precht, dann wäre doch so etwas wie Regresspflicht für Politik denkbar. Also Müntefering, der nicht nachhaltig handelt, wird im Nachgang dann in Haft genommen. Ja, das wird nicht funktionieren, weil Müntefering dann sagen wird, ich wollte aber und Wolf und Koch haben verhindert. Das heißt, sie kriegen da im Zweifelsfall nie irgendwo einen Schuldigen markiert. Aber ich will zum Thema Nachhaltigkeit, also da bin ich ganz auf Ihrer Seite und was die Kritik an Frau Merkel anbelangt, also dieses vermeintliche Aufsichtfahren als offensichtlich optimale Politik, da reden wir dieselbe Sprache. Also es herrscht das Prinzip des Fortwurschtelns, es gibt keine wirkliche Planung in die Zukunft, in die nächsten 10, 20 Jahre rein. Das gilt eigentlich für alle politischen Sektoren durchgängig. Da sind wir auf einer Seite. Ich will jetzt das Problem noch mal zuspitzen in der Frage, wird das jetzt eigentlich besser werden oder wird das schlechter werden? Also das Rentensystem, so wie es jetzt ist, das Umlagesystem ist ja nicht etwas, was ich prinzipiell kritisiere, sondern wo ich einfach Angst habe, dass wir es selbst mit Steuergeldern am Ende nicht mehr gestopft kriegen und uns überlegen müssen, müssen wir nicht ein anderes System erfinden, was an dieselbe Stelle tritt. Und das soll kein System sein, wo ich sagen würde, geht alle in private Rentenversicherungen rein. Also ganz kurz gesagt, ich halte die gesetzliche Rente, so minimal sie ist, für sicher. Ich halte jede private Rentenversicherung für hochspekulativ. Was meinen Sie, wem in 30 Jahren Ihre Rentenversicherung gehören wird? Die wird verkauft an einen russischen Oligarchen, der verkauft sie an einen saudischen Ölmillionär, der verkauft sie an einen amerikanischen Pensionsfonds, der verkauft sie nach Taiwan und da dürfen Sie dann Prozesse führen. Diesem Markt traue ich überhaupt nicht. Auch wieder ärgerlich in der Vergangenheit, auch Sozialdemokraten, die gesagt haben, sichert euch auf diese Weise ab. Wenn dieses ganze Geld, was in der Zeit in die privaten Rentenversicherungen gegangen ist, wenn man das irgendwo anders in einen staatlichen Topf gekriegt hätte, dann hätte man das wunderbar auffangen können. Also das war auch wieder der Glaube an den Markt. Der Markt korrigiert die Probleme, die der Sozialstaat hat. Aber das ist das eine. Also das Rentensystem, da muss man sagen, wie es gegenwärtig ist, sehe ich schwarz. Aber die gute Nachricht ist, es gibt etwas, was in der Zukunft viel besser werden wird. Und das ist die Gnade des demografischen Faktors, denn es gibt nicht nur den Fluch des demografischen Faktors, sondern es gibt auch eine Gnade. Dadurch, dass wir so wenig Kinder haben, werden wir ganz wenig Arbeitslose haben. In meiner Generation, 1964, geburtenstärkster Jahrgang der Bundesrepublik, da gab es sogar eine Lehrlingsschwemme, da wo heute händeringend schon Lehrlinge gesucht werden. Eigentlich war alles belegt, alles war tot. Es gab kaum Berufe, wo man eine Chance hatte, reinzukommen, bis auf sehr, sehr wenige. Und die Generation unserer Kinder, die werden im Schnitt 6 Millionen weniger sein, als wir das damals waren. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehrere Millionen Arbeitslose haben werden, ist äußerst gering. Und die Löhne werden steigen, weil die Ansprüche da sind. Da vertraue ich die nächste Zeit. Und das alles spricht dafür, dass ich nicht so ganz Unrecht habe bei der Beschreibung, dass man den Weg gehen kann. Wenn unten Qualität da ist, Können da ist, Arbeit da ist, gute Löhne da sind, wenn wir die Erwerbsquote erhöhen, dadurch, dass junge Frauen und die Älteren nicht zu früh raus sind, dann werden wir auch noch den Arbeitsmarkt gut bedienen können. Und das wird auch die Basis sein für eine gute Rente. Weil über die Altersarmut immer gesprochen wird. Altersarmut gibt es nur, wenn es auch Jungenarmut gibt und umgekehrt. Und das ist auch heute schon so. Es sind nicht die Rentner die ärmsten Haushalte, sondern die Familien mit aufwachsenden Kindern haben große Probleme. Und deshalb werden wir uns bei all dem, über das wir jetzt sprechen, auch überlegen haben, woran liegt das eigentlich, dass Kinderwünsche nicht realisiert werden, die es eigentlich gibt in diesem Land, was kann man eigentlich tun, um damit vernünftig umzugehen. Und deshalb glaube ich, das Spektrum ist sehr, sehr viel breiter, als dass man es auf Pflichtaufgaben der 65-Jährigen nur reduziert. Nur ein Satz, jetzt bin ich wieder ein bisschen irritiert. Weil wir haben doch gerade von dem großen Segen gesprochen, dadurch, dass wir so wenige Kinder haben, entlasten wir unsere zukünftigen Arbeitslosenkassen. Sollen wir tatsächlich die Ansicht weiterhin vertreten, wir müssten mehr Kinder kriegen? Ich bin da nicht sicher, ob das richtig ist. Ja gut, das müssen ja auch nicht sein. Es geht ja nicht um das, was 1900 war. Eine meiner Großmütter hatte 13 Geburten, eine 7. Ich habe in meiner Jugend noch Frauen kennengelernt mit 35, 40, sahen die vom Kinderkriegen und Kinderhaben ziemlich alt aus. Da waren die wirklich kaputt. Und deshalb ist die Frage und die Tatsache der Geburtenkontrolle, dass Paare souverän entscheiden können, haben wir Kinder wie viel, ja und nein, ist gut. Aber wir haben eine Fertilitätsrate von 1,4, in Frankreich von 2,0. Und wenn ich mich umhöre und spreche mit jungen Leuten und sage, Freund, Freundin, 28, 30, ja, Kinder, nein, weshalb nicht, ich sage, pass mal auf. Meine Freundin ist für ein halbes Jahr in Hamburg, macht ein Praktikum.
Ich habe einen Job für ein Jahr. Sollen wir auf der Basis anfangen, ja oder nein? Das ist nicht nur Hedonismus, das ist auch Verantwortungsbewusstsein. Wir müssen unseren jungen Menschen einen sichereren Einstieg ins Erwerbsleben, in das Berufsleben geben. Dann glaube ich, dass da auch sich durchaus was in Bewegung setzt. Junge Menschen, die zwischen den Orten hin und her ziehen, die manchmal 3 oder 4 Jobs haben, damit sie sich einen leisten können und die ans Reproduzieren manchmal gar nicht denken können. Was brauchen wir für die Herausforderungen der Zukunft, die ja Elternzeit heißen, also sich kümmern um die ältere Generation? Was muss da eine immer schmaler werdende jüngere Generation mitbringen? Also ich denke schon, dass es einen Mentalitätswandel braucht. Und das Schöne ist ja, Mentalitätswandel stellen sich ja von alleine immer ein. Also wenn Sie gucken, was war so die herrschende Mentalität der 50er Jahre, diese Mischung aus schlechtem Gewissen, Kriegsgräber, Fürsorge, langen Arbeitszeiten und Heinz-Erhardt-Witzen. Wenn Sie dagegen sich die 70er Jahre angucken, mit den libertinären Bewegungen, die es damals gab, mit der Popmusik und so weiter, entstand eine ganz andere Kultur. Die 90er Jahre wiederum mit ihren Börsenidealen und ihrem Egoismuskult. Und dann werden wir sagen, wir werden sicherlich wieder in neue Zeiten reinkommen. Und ich bin ganz optimistisch, dass der Gedanke des Miteinander wieder stärker werden wird. Und es gibt 2 Feinde des Miteinander. Der eine Feind ist die absolute Selbstverwirklichung in materieller Hinsicht, die dann im Zweifelsfall sagt, mir ist es eben wichtiger, dass ich mir das und das und das alles leisten kann, als mich in der gleichen Zeit, die ich einsetze, mir die Dinge leisten zu können, mich im Sozialen zu verwirklichen. Das zweite ist der Staat und das ist das Paradoxe. Das Paradoxe ist, ein Staat, der ein vernünftiges Sozialsystem stellt, ist eine ganz, ganz große historische Errungenschaft. Er bringt aber viele Leute dazu, sich nicht mehr verantwortlich zu fühlen, weil es gibt ja Altersheime. In früheren Zeiten gab es keine Altersheime, also musste ich mich um meine kranke alte Mutter und so weiter selber kümmern. Jetzt weiß ich, der Staat kann das alles organisieren, kann das alles regeln, also muss ich das nicht mehr tun und kann mich in Ruhe selbst verwirklichen. Das ist sozusagen die Mittelstufe gewesen. Und ich glaube, in Zukunft werden wir teilweise aufgrund, weil der Staat finanzielle Probleme hat, aber teilweise auch aufgrund eines Umdenkens, dass uns diese Vorstellung, dass wir das Optimum für uns erwirtschaften, was übrigens einen wahnsinnigen Stress ausmacht und viel Arbeit für die Psychologen ist, weil wir dieses Optimum ja in allem haben wollen. Also das Effizienzdenken in puncto auf Lebensorganisation ist ja nicht unbedingt ein Segen, sondern ist in vielerlei Hinsicht ein Fluch. Also wir haben Angst, wenn wir einen Partner wählen, dass der in 3 Jahren eine kleine Ablaufzeit hat und nicht mehr so attraktiv ist. Nicht der Verfallswert, den wir damit einkalkulieren müssen und da denken, kann ich nicht doch jemand Besseres kriegen. Deswegen sind wir auf dem Liebesmarkt ständig auf der Suche nach einem Optimum. Wir sind ständig im religiösen Sinne auf der Suche nach einem Optimum. Katholizismus, nö, ist ja vielleicht doch nichts mehr, aber ich könnte ja vielleicht mal Buddhist werden für eine Zeit. Das heißt, diese Art von Supermarktmentalität, die wir haben, die immer nur ein Ziel hat, nämlich das Effizienteste für mich rauszuholen, damit ich ein Optimum erwirtschafte. Dieses Denken wird vermutlich in Zukunft allmählich überwunden werden. Und ich sehe da, wo ich die Labore der jungen Menschen sehe, zugegebenermaßen der privilegierten jüngeren Menschen, wenn Sie über den Prenzlauer Berg zum Beispiel gehen und gucken, wie wollen diese Leute eigentlich leben? Was ist denn das Lebensgefühl, was ein 30-Jähriger heute hat? Der möchte eigentlich Latte Macchiato trinken, möchte selbstständig sein, macht irgendwas mit Computergrafik. Wenn man ihn fragt, er macht Projekte. Ja? Und dazwischen wuseln 2 kleine Mädchen rum, die aussehen wie die Kinder aus der Krachmacherstraße. Das ist eigentlich so der Lebensentwurf. Und dieser Lebenswurf ist schon ein ganzes Stück geselliger als der Lebenswurf 20 Jahre vorher, wo die Leute am liebsten Broker oder Models werden wollten. Herr Müntefering, Sie sind nicht im Prenzlauer Berg zu Hause, aber in Berlin-Kreuzberg. Steinwurf davon entfernt. Ja, ja. Man kann es natürlich auf die Spitze treiben. Natürlich gibt es sowas auch, aber ich glaube, dass die Welt an der Stelle eigentlich normaler ist und dass man die nicht so exzentrisch beschreiben muss. Es ist schon so, dass die Frage nach einer Elternpflegezeit etwas ist, was wir uns genau angucken müssen, so wie wir eine Kinderbetreuungszeit ja auch haben. Und ich glaube, dass das ein sozialer Dienst einer Gesellschaft ist, der auch honoriert werden kann, auch über die Rentenversicherung dann honoriert werden kann. Allerdings wird er das Problem alleine nicht lösen, weil die Familien nicht mehr so oft beieinander leben, im Haus oder in der Nähe, in der Stadt, wie das in Generationen zuvor gewesen ist. Man ist weiter auseinander. Trotzdem ist die Familie ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist die Frage, was müssen wir eigentlich tun im Blick nach vorne, damit wir in einer Gesellschaft, in der die Alten mehr werden, sehr viel älter werden, relativ gesund älter werden, eine Morbiditätskompression stattfindet, also die finalen Krankheiten kommen deutlich später. Es ist wirklich ein Zugewinn, ein Leben, der da ist. Was kann man eigentlich tun, dass das in einer solchen Gesellschaft
funktioniert. Und das kann man, glaube ich, am besten erreichen, indem man in den Familien zwischen den Partnerinnen und Partnern, auch mit Eltern, Pflegezeit, aber auch darüber hinaus in neuen Wohnformen, in ambulanten Diensten, in sozialen Netzwerken, mit ambulanter und Palliativdienst, das Ganze organisiert. Das ist eine Aufgabe, die nur vor Ort organisiert werden kann. Das ist einer meiner Kritikpunkte auch, dass bisher den Kommunen dafür und den kommunalen Regionen nicht die nötige Handlungsmöglichkeit gegeben worden ist. Jede Stadt hat da ihre spezifischen Probleme und die Städte selbst müssen rechtzeitig anfangen mit dieser Herausforderung, zum Beispiel generationengerechte Wohnungen zu haben, denen Menschen noch lange bleiben können, die noch unnötig früh in stationäre Einrichtungen gestellt werden können. Wie relativ diese ganze Geschichte ist, wenn in 30, 40 Jahren, wenn die Babyboomer alle in das entsprechende Alter kommen, Richtung Himmel, dann ist die Frage, was wird dann eigentlich sein? Wie viele davon werden zu Hause sein, von ihrem Partner, Partnerin begleitet und betreut? Ist das eigentlich Pflichtdienst oder ist das freiwillig? Ich bin dafür, dass das freiwillig ist, da wird ganz viel passieren. Was machen die eigentlich? Wie wird sich das eigentlich da organisieren in dieser Generation? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Weil Sie es so intensiv inhaliert haben die letzten Jahre, wissen Sie und wagen Sie ein offenes Wort, dass wir das aber nicht mehr überall in Deutschland werden leisten können? Nein, wir brauchen, wenn Sie zu Hause betreuen wollen und pflegen, brauchen Sie nicht nur einen guten Willen. Pflegen ist ein Handwerk, muss man können. Und wer das nicht kann, da kann sein, dass der vor dem Bett steht, eher in die Knie geht, als der drin liegt. Und deshalb muss man soziale Dienste haben, Beratung haben, Palliativ- und Hospizdienste haben. Und dieses muss organisiert werden, und zwar vor Ort. Das kann man nicht mit einem Bundesgesetz machen, sondern das muss vor Ort. Dazu müssen die Kommunen aber finanziell und operational instand gesetzt werden, das zu machen. Herr Brecht. In dem Punkt bin ich ganz auf Müntefering's Seite. Was Müntefering beschrieben hat gerade, war eigentlich die Frage, wie wird ein zukünftiges Zusammenleben konkret aussehen? Was ich da drastisch überspitzt habe, habe ich nicht überspitzt, um zu überspitzen, sondern um die Pole dieser Ideologien klarzumachen, sozusagen, welche Tendenz es sich entwickelt. Soziologischer kann ich das auch ausdrücken. Die Zukunft liegt in etwas, was in der Gegenwart schon weitgehend erreicht ist. Das nennt man die multilokale Mehrgenerationenfamilie. Das heißt, man denkt ja immer, früher haben die Leute viel mehr mit ihren Großeltern und dergleichen zusammengelebt, aber das ist natürlich eine Illusion. In früheren Zeiten haben die Leute zwangsweise, also vor 50, 70, 80 Jahren, mit ihren Eltern, auch wenn die alt waren, unter einem Dach gelebt. Aber nicht, weil man das wollte. Und diese Großeltern haben sich um die Enkelkinder im Schnitt im Vergleich zu heutigen Zeiten viel, viel weniger gekümmert. Heute kümmern sich die Großeltern in einem unfassbaren Maße, das es noch nie in der deutschen Geschichte gegeben hat, um die Kinder. Aber sie könnten sich niemals vorstellen, mit denen zusammenzuziehen. Das heißt, da hat sich ganz viel verändert. Und deswegen werden natürlich diese Zukunftsformen des Wohnens im Alter, diese Idee Seniorengruppen, die zusammenkommen. Ich meine, man muss ja überlegen, jetzt gehen diejenigen, kommen langsam in die Altersheime, von denen der eine oder andere schon eine Studenten-WG gekannt hat. Die also diese Art von Zusammenleben auch schon kennt. Im Gegensatz zu der Generation vorher, die nur die Kleinkernfamilie gekannt hat und für die deswegen nur die Alternative war, der Kleinkernverband und irgendwann sind die Kinder weg und dann eben heim. Und jetzt kommen quasi die ersten mit Kommune-Erfahrungen in die Altersheime. Und das wird mit Sicherheit die Vorstellung ändern, wie man zusammenleben will, nämlich möglichst weitgehend, sofern das möglich ist, noch selbstbestimmt zusammenleben und der eine übernimmt das, was der andere nicht leisten kann. Multilokal, Franz Müntefering, wie wird Herr Brecht in 30 Jahren leben, als früh, vor, Zwischenrentner? Ich werde mit meinem Pflichtjahr so lange warten, bis ich ihn pflegen kann. Ja, und dann wird es ihm entsprechend gut gehen. Ich bin freundlich zu ihm. Ja. Herr Brecht, Franz Müntefering in 2 Jahrzehnten hat irgendwann mal gesagt, wenn ich 90 werde, nehme ich einen halben Tag frei. Was macht der Franz in 2 Jahrzehnten? Ich bin nicht so sicher, ob er mich dann tatsächlich pflegen wird. Ich hoffe auch, seine Pflege nicht zu brauchen. Aber ich stelle sehr beruhigend fest, sie sind nicht nachtragend. Oder sie rächen sich dann. Er wird immer noch beratend in der Politik tätig sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Leben von Franz Müntefering, in welchem Alter auch immer, gibt, in dem er nicht ein politischer Kopf sein wird und auch weiterhin Ratschläge und Interventionen machen wird.
auch was ich all den Jahren davor verdient habe, würde ich eine Rente bekommen von etwa 700 Euro, unter der Voraussetzung, dass ich weiter in der Lage bin, regelmäßig einzuzahlen. Es gibt viele Leute, die deutlich weniger verdienen, die noch weniger bekommen werden. Das heißt, das ist völlig richtig, Frau von der Leyen hat das jetzt zu einem bestimmten Grund, hat sie das öffentlich gemacht, etwas, was man hinter den Kulissen schon lange weiß, dass dieses Umlagesystem, so wie es jetzt ist, definitiv nicht mehr funktionieren wird. Jetzt war es ein Vorschlag damals von Müntefering oder auch ein Gesetzentwurf zu sagen, die Menschen sollen länger arbeiten, da bin ich grundsätzlich gar nicht gegen, aber es ist Schönheitschirurgie an einem krebskranken Patienten, weil selbst wenn sie bis 67 oder 68 arbeiten, werden sie dieses System nicht mehr retten können. Dieses System hat einen ganz wichtigen Geburtsfehler und diesen Geburtsfehler wollte nur die FDP haben. Als das Umlagesystem eingeführt wurde, wollte Adenauer, dass jeder da rein einzahlen muss. Jeder sollte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die FDP setzte dann damals durch, dass die Selbstständigen ausgenommen werden. Das ist einer der schwersten und schlimmsten Geburtsfehler unseres Umlagesystems gewesen und keine sozialdemokratische Regierung hat sich jemals aufgemacht, dieses Problem zu korrigieren. Das ist deswegen... Das ist deswegen ein Problem. Wir haben unter den Selbstständigen sehr viele Arme, zum Beispiel arme Künstler und arme Schriftsteller, aber die Reichsten der Reichen in diesem Land sind Selbstständige. Und die sind alle befreit davon, sich in dieses Solidarsystem daran zu beteiligen und da einzuzahlen. Ich habe nie verstanden, warum man den Hebel nicht dort angesetzt hat. Und wenn man den Hebel dort nicht ansetzen kann, was Sie vielleicht gleich erklären können, müsste man grundsätzlich darüber überlegen, ob man das Rentensystem wirklich an den Faktor Arbeit bindet oder ob man es nicht steuerfinanziert. Herr Müntefering, das ist, glaube ich, der Punkt. Wir wollen jetzt gar nicht sportlich politisch über von der Leyen, Müntefering als Minister reden. Wir sind ja unter uns, wir können hier ganz offen und der Wahrhaftigkeit verpflichtet reden. Bitte tun Sie es mit uns, wir freuen uns darauf. Hat Brecht recht, wenn er nicht nur sich meint, den Selbstständigen, sondern eben auch die Gruppe, die große Gruppe der Menschen, die sich ja Riester, wie wir es haben, nicht leisten können. Das heißt, muss nicht irgendwann aufgrund eines partiellen Aspektes der Bankrotterklärung, dieser Sicherung, die anders geplant war, davon gehen wir aus, also der Staat kommen und nicht das Rentensystem. Zwei Dinge. Natürlich wäre es gut, wäre es besser, wenn alle Menschen in diesem Land in der Rentenversicherung wären. Das ist auch schon versucht worden, da sind Sie nicht ganz im Bilde. Das Problem dabei ist nur, wenn alle Menschen drin sind, kriegen auch alle Menschen Renten. Das heißt, jeden, den Sie reinnehmen, der kriegt auch was. Das ist nicht das prinzipielle Problem, was wir haben, sondern das prinzipielle Problem ist in der Rentenversicherung insgesamt, dass sie mit dem demografischen Faktor, in wenigen Jahren werden wir 30% über 65 sein, die relativ lange leben, wir zahlen nicht mehr 10 Jahre, sondern 18 Jahre, im Jahre 2030 22 Jahre, für viele, das wissen wir. Daraus haben wir Konsequenzen gezogen, das hat was mit 67 zu tun, aber nur im Kleineren, sondern wir haben Schritt für Schritt die Frühverrentung abgebaut und wir haben Schritt für Schritt dafür gesorgt, dass weniger als bisher aus der Umlagefinanzierung bezahlt wird. Wenn wir alle Renten, die heute gezahlt werden in Deutschland, aus der Umlage finanzieren würden, wären wir bei etwa 27% Rentenversicherungsbeiträge. Wir sind jetzt bei 19,6, lasst den Streit mit Absenken auf 19 mal beiseite. Also es ist sowas gebaut wie ein Tunnel, um dann auf 2050, 60 zu kommen, wenn das Problem, über das wir sprechen, jetzt im Wesentlichen weg ist. Deshalb zahlt der Staat, der Bund, in jedem Jahr große Mengen Geld in die Rentenkasse rein, aus der Steuerkasse. In diesem Jahr etwa 80 Milliarden. Das sind sogenannte nicht zwingende Ausgaben, aber das sind hinterbliebene Witwen, das sind Kinder, alle diese Renten, die daraus gezahlt werden. Also macht der Bund schon 80 Milliarden in diesem Jahr und das soll auch für die Zukunft so weitergehen. Ich bin ganz ausdrücklich anderer Meinung als Herr Brecht, was die Frage der Umlagefinanzierung angeht. Gerade die Finanzentwicklung auf der Welt, die Katastrophe, die wir da haben, hat uns gezeigt, wie wichtig das ist. Wir haben ein System, in dem Menschen zahlen und dieses Geld wird nicht zur Spekulation auf dem Weltmarkt gebracht, sondern es wird denen gegeben, die Rente bekommen. Über das Brecht-Jahr haben wir jetzt geredet, über die Müntefering-Rente mit 67 möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Herr Müntefering, Ihre eigene Partei bastelt an dieser Idee, um das mal vornehm auszudrücken. Und es gibt längst ganz viele, zum Beispiel der frühere Wirtschaftsminister und frühere SPDler Wolfgang Clement, die sagen, das reicht nicht. Es müsste längst über längeres Arbeiten nachgedacht werden. Wäre das die Alternative, Arbeiten bis 76? Nein, wir müssen weiterkommen in einer höheren Flexibilisierung der Situation. Menschen sind, wenn sie älter werden, sehr unterschiedlich.
Jeder Beruf ist unterschiedlich, jeder Mensch ist unterschiedlich. Eigentlich ist das feste Renteneintrittsalter eine willkürliche Setzung. Manche können nicht so lange, manche können und auch länger. Aber ich glaube, mit der Versicherung verbindet sich dieses Jahr, aber ich bin sehr dafür, dass wir mit einer größeren Flexibilität daran gehen. Ich glaube auch nicht, dass man in Zukunft immer nur einen Beruf in seinem Leben hat, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass man Berufe wechselt. Dass man Berufe bis 45 kann oder bis 50, aber durchaus andere Berufe macht. Das ist nicht das Ende der Berufstätigkeit. Ich stelle mir auch vor, dass man zwischen 40 und 50 nochmal ein Jahr Schule oder Weiterbildung und Ausbildung mitmachen kann. Also die Arbeitswelt ist schon in großer Veränderung. Das ist ganz klar. Als wir 1998 mit Rot-Grün begannen, stellte ich fest, dass von den 55-Jährigen und Älteren noch 36% berufstätig waren. 36%. Weil wir damals in der Illusion der Frühverrentung gelebt haben, das sind heute wieder 65% und wir wachsen auf dieses Alter zu. Heute Renteneintrittsalter 62, 63, durchaus normal in den meisten Berufen, nicht überall. Erwerbsminderungsrente gibt es noch, es gibt Altersteilzeit, aber die Frage, soll man das mit festen Größen weiter nach oben entwickeln, sage ich nein. Weder für das Renteneintrittsalter, das gesetzliche, noch für irgendwelche Zwangsaufgaben, die man für die Gesellschaft da macht, sondern wir müssen andere Wege finden, das flexibel zu gestalten. Und ich bin sicher, dass wir das auch hinkriegen. Und flexibel gestalten, das immerhin, aber dranbleiben wird Ihre Partei, sagen Sie, nicht davon abrücken, weil es gibt da schon einige Kräfte, die das wollen. Ja, es gibt bei uns ganz viele, die sagen, wir können das mit 67 noch nicht angehen, weil die älter sind, wenn sie arbeitslos werden, nicht wieder in den Beruf hineinfinden. Was jetzt im Augenblick passiert, ist Folgendes. Die Menschen werden nicht mehr mit 55 rausgeschissen, nicht mit 58, nicht mit 60. Sie wachsen auf die 62 und auf die 65 zu und irgendwann noch auf die 67. Aber richtig ist, wer 50 ist oder älter und arbeitslos wird, hat es ganz schwer, wieder reinzukommen. Und das ist meine Erwartung und meine dringende Aufforderung an die Unternehmen, an alle, die mitwirken können, dabei zu verstehen, dass 50-Jährige, 60-Jährige, 65-Jährige sehr wohl noch was können. Alle, die mit gemischten Altersgruppen arbeiten, wissen, das gelingt gut, die können miteinander. Die 65-Jährigen laufen nicht mehr so schnell wie die 25-Jährigen, das weiß man, aber die kennen Abkürzungen und das kann ganz schön hilfreich sein in der Zusammenarbeit, auch im Unternehmen. Herr Brecht, in diesen Tagen noch mal wieder und weiter gehört natürlich auch das Wort Altersarmut zu diesem Thema, das wir heute Abend an der Backe haben und über das wir reden. Ursula von der Leyen, die Bundesministerin und Nachfolgerin von Franz Müntefering, spricht darüber und sagt, dass es in allzu naher Zeit schon nicht mehr ausreichen wird, 30 Jahre und mehr gearbeitet zu haben, um von der Rente zu leben. Haben wir alle dieses Problem in dem Maße, in dem es wesentlich ist und zu handhaben wäre, auf dem Schirm? Oder ist es so, dass natürlich Frau von der Leyen, Herr Müntefering wird das bestätigen können, da etwas instrumentalisiert, was ihr möglicherweise zugutekommen soll? Ist das mehr als das? Haben wir alle auf dem Schirm, was da einer nicht geringen Bevölkerungsgruppe bevorsteht? Das gegenwärtig bestehende Umlagesystem wird dazu führen, dass Menschen etwa meiner Generation ziemlich kollektiv in Altersarmut versinken werden. Wenn ich mir meine Rentenbescheide angucke, die ich aus meiner gesetzlichen Rentenversicherung bekomme und die mir zeigen, von wie viel Geld ich lebe, dann würde ich, weil gerechnet wird nicht, was ich in den letzten 4 Jahren verdient habe, sondern des Ehrenamtes und macht wohlmeinende Appelle an die Bevölkerung, alles auf freiwilliger Basis, selbstverständlich. Und die Zahl der ehrenamtlich Tätigen hat sich in den letzten 20 Jahren in der Bundesrepublik trotz alledem überhaupt nicht verändert. Die beharrt in einer ziemlich genau gleichen Konstanz. Außerdem muss man dazu sagen, dass die Köder, die es für das Ehrenamt gibt auf politischer Ebene, im Grunde genommen Beleidigungen darstellen. Wenn Sie 20, 30, 40 Jahre lang sich ehrenamtlich eingesetzt haben, sagen wir bei Amnesty International, dann können Sie bestenfalls ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Sie bekommen aber beim Bundesverdienstkreuz, das in sehr, sehr viele Etagen abgestuft ist, maximal die allerunterste Stufe. Wogegen der spanische König bei einem Staatsbesuch oder der Sultan von Brunei gleich die höchste Stufe kriegt. Daran kann man sehen, wie gering die wirkliche Wertschätzung ist. Also jemand wie Franz Müntefering zum Ende der Berufstätigkeit könnte potenziell was machen oder sollte was machen, wenn es das Pflichtjahr gäbe? Ja, wenn es das Pflichtjahr geben würde, dann würde man mit dem Eintritt ins Rentenalter, würde man in diesem ersten Jahr 16 Stunden in der Woche, also das sind nicht mal halbtags, und in einer Zeit, die man sich flexibel einrichten kann, würde man sich gezielt eine Tätigkeit suchen, wo man sich vorstellen könnte,
irgendeinen Beitrag zu leisten und seine Erfahrung, sein Wissen und sein Können weiterzugeben. Und wenn einem selber nichts einfällt, kann man sich dabei gut beraten lassen und Empfehlungen bekommen. Wäre das was? Wäre das auch was für Sie? Nein, ich halte auch nichts von der Sache, die Herr Precht eben erläutert hat. Ich finde das auch ein bisschen schräg argumentiert. Ich kenne ganz viele, die ehrenamtlich unterwegs sind, übrigens auch junge, nicht nur alte. Ganz viele von denen, die heute Abend hier sind, werden irgendwo ehrenamtlich unterwegs sein. Das sind so Typen, die kommen hierher. Und ich sage Ihnen, die allermeisten davon, die machen das nicht für ein Bundesverdienstkreuz. Ganz gleich welche Kategorie, sondern die machen das, weil es ihnen Spaß macht, weil es ihnen gut tut und weil sie in der Gesellschaft aktiv sein wollen. Und deshalb sage ich mal, bei allem, was wir dazu sagen können, zunächst mal vorweg. Wir haben 20, 22 Millionen Menschen in Deutschland, die engagieren sich, junge und alte. Und denen zuerst mal müssen wir sagen, ihr macht das gut. Macht so weiter, gebt ein gutes Beispiel. Das hilft uns unglaublich, auch für die Zukunft. Das ist meine wichtigste Antwort. Und deshalb diese Vorstellung, wir machen da ein Pflichtjahr, lenkt nur ab von den Lösungsmöglichkeiten, die wir haben. Also, ich sage, es bleibt die Verantwortung für die Menschen. Demokratie hat keinen Schaukelstuhl. Die Frage, ob einer noch berufstätig ist, ja oder nein, hat nichts damit zu tun, ob er Verantwortung hat in der Gesellschaft. Ganz gleich, solange der Kopf klar ist, hat er Mitverantwortung dafür, dass es gelingt. Da bin ich voll dabei. Aber bitte nicht diese wirklich treu deutsche Methode. Wir machen da eine Veranstaltung raus, wir machen eine Pflichtveranstaltung raus, möglichst noch in einheitlichen Anzügen. Ich will das nicht. Das werden wir auch anders hinkriegen, meine Damen und Herren. Herr Precht, also ganz klar, ich bin überaus erschrocken, was für eine genannt, Vorstellung Franz Müntefering hat, wenn er das Wort Pflicht hört. Ja, er denkt da wahrscheinlich so an Mao-Kutte und dergleichen mehr. Außerdem, alles, was Sie gesagt haben, habe ich ja auch gesagt. Ich habe ja genauso wie Sie gesagt, es ist toll, dass es so viele Menschen gibt, die das tun, aber das reicht nicht. Das ist das, was ich sage. Das ist ja keinerlei Beleidigung für die Leute, die das machen. Ich finde es großartig, alle Leute, die sich engagieren. Auf der Ebene besteht ja kein Widerspruch. Die Frage ist nur, ob es nicht Menschen gibt, die man letztlich zu ihrem Glück im Alter diesbezüglich zwingen muss. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass sehr viele, die eigentlich die Idee ablehnen, in dem Moment, wo sie das tun, eine Erfahrung machen, nämlich die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Das ist das, was Sozialpsychologen so ausdrücken und das nichts anderes meint, ist, dass wenn sie eine Tätigkeit einmal machen, neigen sie dazu, dieser Tätigkeit einen Sinn zu geben, weil sie sie gemacht haben. Das heißt, wenn sie zum Beispiel in eine Schule gehen und dort einem 7-jährigen Türkenjungen Nachhilfeunterricht geben, weil der mit 7 noch nicht lesen kann und auch nicht rechnen kann und mit Sicherheit auf der Strecke bleiben wird und irgendwann Gefahr läuft, ihn später in der S-Bahn einen über die Rübe zu hauen. Wenn Sie in so einer Situation den rechtzeitig coachen, das wollen Sie vielleicht am Anfang gar nicht, vielleicht sind Sie sogar ein latenter Sarrazin-Fan, der den eigentlich sowieso nicht mag. Jetzt lernen Sie Hassan kennen, 7 Jahre alt, und Sie fangen an, eine Beziehung zu ihm aufbauen. Sie kriegen nicht nur einen ganz anderen Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund, sondern sie werden nach diesem einen Pflichtjahr gar nicht aufhören, das zu machen, sondern sie werden es weitermachen, sie werden Hassan weiter coachen und alles, was dazugehört. Das heißt, das Pflichtjahr, und das müssen wir jetzt gut abwägen, das Pflichtjahr verändert Mentalitäten. Das Pflichtjahr gibt vielen Menschen, die sonst alleine nicht auf die Idee kommen, einen Lebenssinn, den nicht jeder ältere Mensch von alleine füllen kann. Und jeder, der vorher schon breit ehrenamtlich engagiert war, der macht das ja ohnehin weiter. Den betrifft das Pflichtjahr ja gar nicht, weil er sich ja ohnehin schon engagiert. Ich will ja keine zusätzliche Belastung einführen. Wir müssen also neben der Angst vor dem Wort Pflicht auf der einen Seite mal den unglaublichen Segen sehen. 2 Millionen Menschen, die sich zusätzlich in all die Bereiche einbringen, wo keine Jobs bezahlt werden, die in Altersheimen vorlesen, die sich um Migrantenkinder kümmern und. Dieses unglaubliche Glück müssen Sie gegenrechnen gegen Ihre Angst vor dem Begriff Pflicht. Herr Müntefering bleibt skeptisch, mindestens skeptisch. Was ist Precht jetzt an der Stelle? Zu gutgläubig gegenüber denen? Verpflichten will er sie ja irgendwie auch. Und Sie sind skeptisch genug, dass Sie sagen, man kann Menschen dazu nicht zwingen? Nein, das ist einfach die falsche Methode der Herangehensweise. Ich glaube, dass wir gute Möglichkeiten haben, Menschen anzusprechen. Ich glaube auch, dass wir längst nicht alles sehen, was sie an Hilfestellung tun in der Gesellschaft. Zum Beispiel ein Paar, das miteinander alt wird und wo der eine dem anderen oder der anderen hilft. Ist das jetzt eigentlich zivilgesellschaftliches Engagement? Ist das Ehrenamt? Wie wichtig ist das eigentlich für die Gesellschaft? Und deshalb muss man vorsichtig sein, zu glauben, zu unterstellen, man müsste da eine Pflicht einführen. Mit müssen haben die 40 oder 50 Jahre gelebt. Das wollen die nicht noch mehr haben. Sie wollen sich engagieren und dazu muss man ihnen Unterstützung geben.
Ich setze auf die Freiwilligkeit. Ich bin sicher, mit der Freiwilligkeit bekommen wir mehr hin, als wenn wir die Pflicht daraus machen. Denn die Vorstellung, dass Sie jemanden verpflichten, der das eigentlich nicht möchte, und mit welchem Erfolg der eigentlich dem 7-jährigen Jungen in der Schule hilft, das will ich mal sehen, was dabei alles rauskommt. Das sind soziale Dinge, für die man auch eine Empathie haben muss, in die man auch reingeht mit der Überzeugung, dass man da gut helfen kann. Und auf diesem Weg müssen wir versuchen, die Menschen zu erreichen. Da werden wir eine ganze Menge hinbekommen. Und darauf setze ich. Ich glaube, das ist wichtiger, das ist erfolgsversprechender, als wenn wir sagen, jetzt fangen wir an, euch in eine verpflichtende Veranstaltung hineinzuholen. Wir müssen nicht in allen Punkten einig sein, meine Herren, heute Abend. Und ich möchte haben wir hier auch einen Generationenunterschied in der Wahrnehmung. Ja. Und zwar in der Wahrnehmung des Begriffs der Pflicht. Ich glaube, dass für eine Generation, wenn Sie 1940 geboren worden sind, dann haben Sie nicht nur noch die letzten Tiefausläufer des Dritten Reiches erlebt, sondern auch die Adenauerzeit mit ihrer sehr restriktiven Pflichtvorstellung, mit Schulen, in denen Lehrer noch geschlagen haben und vieles andere mehr. Und alles das hat Ihre Vorstellung von Pflicht in der damaligen Zeit noch mitgeprägt. Aber jemand, der heute in Rente geht, der ist ja ein Stück jünger als Sie. Und erst recht, die dann danach kommt, die haben ein ganz anderes Leben gelebt. Die haben zum Teil auch ganz andere Berufsbiografien, meistens eher Bastelbiografien, nicht mehr die einförmigen. Die haben nicht mehr unter Umständen wie die Mehrheit ihrer Generation ein Leben lang einen Job gemacht. Das heißt, es kommen ganz, ganz andere Menschen ins Rentenalter. Und diese ganz anderen Menschen werden dem Rentenalter auch völlig anders begegnen. Und ich glaube nicht, dass dieses Bild, was Sie zeichnen, nämlich eigentlich von jemand, der sagt, ich will mit 65 nicht mehr irgendwie jetzt dazu gebracht werden, dass ich, ob ich mir das freiwillig ausgesucht habe oder nicht, noch einen Dienst für die Gemeinschaft verrichte. Ich glaube, die Mentalitäten werden sich auch ändern. Und ich glaube, dass Ihre Argumentation, glaube ich, wird aussterben. Und ich bin absolut sicher, dass dieses Pflichtjahr irgendwann kommen wird. Es ist auch nicht so, dass ich denke, das muss unbedingt kommen, weil ich das vorgeschlagen habe. Also die schlimmste Vorstellung, die ich mir machen kann, ist, dass das Prächtjahr heißt. Das ist mir so ähnlich wie bei Hartz IV sowas droht. Aber ich bin absolut sicher, dass in einem überschaubaren Zeitraum von 10, 15 Jahren diese Gedanken aufgegriffen werden, aus Gründen, auf die wir jetzt wahrscheinlich kommen werden, nämlich aufgrund der Veränderung des Altersbegriffs und auch der Veränderung der Funktionen von Alter, gleich, früher und heute. Doucement, wie der Franzose sagt. Wir werden immer älter, wir werden immer länger leben, wir leben immer länger. Und wer heute in Rente geht, hat noch fast ein Viertel seines Lebens vor sich. Und die Jungen, die werden immer weniger. Nach der Zukunft greifen beide alt und jung. Aber ist das Land wirklich enkeltauglich? Sind die Generationenverträge zukunftstauglich? Stimmen die Bilder noch? Das Bild, das wir alle haben vom Jungsein und das Bild vom Älterwerden? Oder haben diese Bilder längst schon Falten? Und droht Altersarmut, auch wenn man über Jahrzehnte gearbeitet hat? Das ist das Thema unseres Generationendialogs. Und miteinander sprechen wollen über die Zukunft des Alters zwei Menschen, die dazu beileibe was zu sagen haben. Das ist Franz Müntefering, Jahrgang 1940, Richard David Precht, Jahrgang 1964. Herzlich willkommen, Sie beide. Herr Müntefering, wenn Sie den Herrn Precht da linke Hand so anschauen, was ist das für Sie? Ein Jungspund, ein reiferes Semester, nicht mehr ganz frisch? Ich glaube, dass, dass die Frage, wie alt ein Mensch ist, relativ wenig über ihn sagt. Ich bin 72, ich habe nicht recht, weil ich 72 bin, ich habe aber auch nicht unrecht, weil ich 72 bin. Er ist mit 48, 47 in dem Alter einer, der nicht recht hat, weil er erst so alt ist, aber er hat auch nicht unrecht, weil er in dem Alter ist. Ich glaube, das Erste, was wir erstmal klarstellen müssen untereinander, die Frage, wie alt jemand ist, sagt fast nichts darüber aus, ob er klug ist, ob er was kann, ob er was weiß. Und deshalb eine Diskussion jenseits dieser alten Ideologie, je älter man wird, umso weiser ist man, ist nicht so. Es gibt kluge Alte, es gibt aber auch störrische, senile Alte. Es gibt allerdings auch 25-Jährige, die älter sind als ihre eigenen Großväter. Das gibt es auch. Also es gibt überall solche und solche. Und was ist er nun für einer, Herr Precht? So einer oder ein solcher? Nein, also auf dieser Ebene würde ich keine Kritik an Herrn Müntefering ansetzen. Ich würde allerdings noch gerne sagen, also zu dem Alter, das Spannende ist ja, das hängt ja sehr davon ab, was man für einen Beruf hat. Also wenn Sie Leistungssportler sind
oder Popmusiker, dann sind Sie mit 47 ein Opa. Wenn Sie aber Philosoph sind, können Sie gar nicht alt genug sein. Und deswegen ist man in der seltsamen Situation, dass ich hier im Alter von 47 Jahren von meinen Kindern als alter Mann wahrgenommen werde, aber hier die Jugend vertrete. Also daran kann man sehen, wie sehr flexibel man das Alter bewerten kann. Herr Brecht, funktioniert das bisherige System Rente noch? Wenn Sie schon längst dabei sind, mit 47 jetzt so etwas für ein Pflichtjahr zu fordern, und zwar von Jungen und von Alten, funktioniert das System noch, wie wir es bislang hatten? Das ist eine doppelte Frage, weil sie sich auf zwei verschiedene Themen beziehen, die sich nur flüchtig begegnen. Also das Pflichtjahr ist nicht in erster Linie eine Antwort auf die Zukunft des Rentensystems, sondern es hat eigentlich eine ganz andere Funktion und erfüllt innerhalb der Zukunft des Rentensystems nur eine Teilfunktion. Das muss man gleich dazu sagen. Das sollen Junge und Alte machen? Ja, also ich halte sehr viele Vorträge, fordere in diesen Vorträgen die Leute auf, sich bürgerschaftlich zu engagieren. Und da ist mir etwas Interessantes aufgefallen, dass es ein unglaublich hohes Potenzial gerade bei älteren Menschen gibt, die gerne bereit sind, sich bürgerschaftlich zu engagieren, aber alles in allem machen es nur 30%. Und dieses Missverhältnis hat mich interessiert. Also komme ich mit vielen Leuten ins Gespräch, die sagen, ich würde das prinzipiell ja machen, aber die Frage, ob man sich engagiert oder nicht, ist keine Frage von prinzipiellen Überzeugungen, sondern von Freundeskreisen. Es ist eine Frage, mit was für Menschen komme ich zusammen. Man kommt ja nicht zum bürgerschaftlichen Engagement, indem man mal sagt, welche 200 Möglichkeiten in der Stadt gibt es sinnvollerweise, ich überlege mal hin und her und dann gehe ich mal dahin. Da gibt es eine hohe Schwellenangst. Man kommt zum bürgerschaftlichen Engagement, indem man Freunde hat, Kumpels haben, die das auch machen, die also im Sportverein sind oder Nachhilfe für Schüler geben oder sich für Suppenküchen einsetzen und dergleichen alles mehr. Das heißt, es ist eine Frage der Ansteckung. Jetzt glaube ich, dass wir an dieses Potenzial all der Menschen heran müssen, die prinzipiell bereit wären, sich zu engagieren, das aber nicht tun. Das versucht man schon lange. Die Politik macht dann den Tag.